Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Wie hieß das Spiel? Ah, Locked Up, genau. Locked Up heißt das Spiel. Wir haben ganz schön viel geluckt in der letzten Folge. Auch in die falsche Richtung geluckt und nicht geluckt und ach, herrje. Sassi, was sagst du zur letzten Folge? Das war echt anstrengend. Ja. Naja, aber es hat sich ja relativ schnell wieder gefangen, Gott sei Dank. Ansonsten wäre das wahrscheinlich echt anstrengend geworden, das durchzuspielen, wenn dann irgendein gewisser Flair dann verloren geht. Jo. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt wieder mitten im Wald in irgendeiner Rückblende. 17 Jahre, nee, 10 Jahre zurück. 10 Jahre zurück, nicht 17 Jahre. 10 Jahre zurückversetzt. Und vielleicht begegnen wir ja Slenderman. Slender, Slender, Slender. Gibt's von dem auch ein Lied? Nee, ich glaub. Nö. Das ist ein Auto. Das ist das Auto vom Typ Nummer 1. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor. Na toll. Ich komme nicht hin. Da muss er doch... Oh Gott. Wir haben bestimmt das Auto dann dahin gebracht, so tschung. Leute. Naja, da die gerade sowieso nur rumhängen, lassen wir die mal in Ruhe. Alter, was? Ja. Da hinten auch. Und da steht die Lucy wieder. Das kleine Mädchen. Ach, Alter. Da. Hier ist doch... Das Sekte, ey. Hier ist doch, ich wollte gerade sagen, hier ist doch irgendein satanischer Kult irgendwie. Gut, in dem Zeitungsbericht stand ja, dass da irgendwie nach Mitgliedern eines satanischen Kultes gefahndet wird. Vielleicht kam da jetzt irgendwas raus. Da schon wieder dieses dämonische Zeichen. Und da hängt auch wieder einer. Ich komme nicht rein. Oh, ich will nicht durch den Wald laufen, Alter. Gott. Vor allem, wer sind die Typen, die wir da spielen? Das frage ich mich auch. Wer sind doch nicht nur Polizisten oder keine Ahnung sein. FBI, keine Ahnung. Alter, überall hängen sie, ne? Boah, der Wald ist aber schon groß. Hi. Alter, ich würde niemals bei einer satanischen Sekte, die gerade irgendwo im Wald irgendeinen Mist macht, da würde ich niemals reingehen, einfach so. Oh, ich mit einem Maschinengewehr nur. Da weiß man nie, wie die drauf sind. Die sagen irgendwas. Das ist ein Dämon. Ah ja. Alter, Opfergaben, ey, oder was? Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Alter. Das sind Opfergaben.
Gut, satanische. Diese Lelex, ey. Okay. Und ich habe es befürchtet. Auf dem Tisch, auf dem Tisch, auf dem Tisch. Ich will aber die Taschenlampe haben. Funktioniert nicht. War klar. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Oh, nö, ne? Boah, das Lauffeuerzeug macht schon ein bisschen So. Ich habe nichts geklickt. Es reicht mir jetzt. Hallo? Also nur mit Feuerzeug. Ich hab Feuerzeug. Scheiße. Was für ein Geräusch. Boah, Alter, diese geringe Sichtweite, ne? Die macht mich fertig. Ja, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Boah, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Oh, du kannst eine Kerze anmachen. Ah, nee, das ist keine Kerze, das ist ein Becher. Die Tasse ist schon total hoffnungsvoll. Ah, du kannst eine Kerze anmachen. Ofen. Links da. Was ist die anmachen? Warte, halt die Fresse bitte. Schlafen können. Nein! Da war jemand. Ja, ich habe auch was gesehen. Ich war mir erst nicht ganz sicher. Oh, die war auf dem Schrank. Hab's gesehen. Davon erhole ich mich niemals. Boah, das war schon ein hart fieser Jumpscare, Alter. Ey, das da war asozial. Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen können. Mistkuh. Schlüssel zur Schublade. Wir können endlich die Schublade öffnen. Noch eine Videokassette. Bitte. Vom 30. August. Was steht da? Cleaning. Was? Ja, Cleaning. Säuberung. Säuberung. Alter, fick dich. Ich guck jetzt weg. Alter. Dieses scheiß Feuerzeug. Ja, dann spiel mal das bei Phasmophobia. Ciao. Phasmophobia hat mir alleine, als ich das Tutorial gespielt habe, schon gelangt. Ich habe mich da so reingesteigert. Ja, mach mal nur mit Feuerzeug. Das ist genauso. Das ist sau scheiße. Oh Gott, ich bin für sowas nicht geschaffen, Leute. Wirklich nicht. Gott, du musst das wirklich gucken. Oh Gott. Cleaning. Okay. Wir schauen uns die Säuberung an. Oh Gott. Oh Mann. Errungenschaft freigeschaltet. 30. August 1987. Wieder in dem Haus. Nee, ne? Der Kollege vor mir hat seine Arbeit nicht beendet und ist irgendwie nicht mehr erreichbar. Such in dem Haus nach den verbleibenden Gegenständen der Bewohner. Lass die Kartons dann im Flur stehen. Unser Dienstleister holt sie später ab. Der Kollege vor mir
Es sind mehrere Polizisten oder Detektive an dem Fall dran gewesen, scheinbar. Ich habe erst die Einarbeit beendet und bin noch nicht mal aus der Probezeit. Ich brauche diesen Job unbedingt. Ja, es sind mehrere Detektive, mehrere Polizisten an diesem Fall dran. Oh nein, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ernsthaft, muss denn das mit diesen... Was sind das für Detektive oder Polizisten, dass sie keine Taschenlampe bei haben, wenn die irgendwo ist reingehen? Ist so, eine Ausrüstung. Oh Gott. Alter. Wieso ging die Tür jetzt auf? Okay, tschüss. Ach nö. Oh Gott. Ich guck mal gerade nach hinten. Vielleicht ist da... Ich kam gerade von dort. Ah, ne. Alter. Ja, hier haben Teufelsbeschwörungen stattgefunden. Oder zumindest mal satanische Beschwörungen. Und Rituale. Ich guck weg, ey. Du guckst hin. Ein Videorekorder. Hast du gerade das Licht ausgemacht? Ja. Okay. Nee. Macht er, glaube ich, von alleine. Oh Gott. Verstehe ich allerdings nicht. Ich könnte ja mit der linken... Ach nee, er hat ja mit der anderen Hand die Kamera. Stimmt. Ach, guck mal. Erinnert dich dieses Bild an irgendwas? Jetzt gerade nicht. Warum? Genau dieses Bild, genau dieses gleiche Bild war zu finden in From the Darkness. Ja, aber war das nicht eine Frau? Nee. Das ist genau dieses Bild. Das ist das, wo ich im From the Darkness gesagt habe, das ist die Oma mit uns auf den Arm wahrscheinlich. Da hat sich das Studio an alten Bildern bemächtigt. Ist ja in Ordnung. Ist ja ein kleines Studio. Was? Ich habe das Zimmer verschlossen, weil ich dort jemanden schleichen und flüstern gehört habe. Ich kann mich hier nicht aufhalten und arbeiten. Das ist eine Falle. Sie verfolgen mich. Ihnen gefällt nicht, dass ich ihre Sachen anfasse. Wenn du diesen Brief findest, verschwinde sofort von hier. Du bist nicht alleine hier. Ach toll. Okay. Sowas wäre an der Haustür vielleicht angebracht. Er hat eine Nachricht hinterlassen. Wie beeindruckend. Ich denke, es ist nur ein altes Haus. Nur schnell die Gegenstände zusammensuchen. Und dann weg hier. Genau. Alter. Nur mal schnell Kann die Gegenstände. Man so ignorant sein? Nur mal schnell die Gegenstände zusammensuchen. Nur mal schnell. Sterben. Ein Video angucken. Ja, genau. Warum nicht? Okay, wir kommen hier nicht mehr weiter. Ist da noch was drin? Nee, hier können wir auch nichts nehmen. Hier an dem Ding können wir auch nichts machen. Ich muss nachher wirklich Barbie-Filme angucken oder so, ey. Barbie-Filme. Also, heilige Mutter. Hier waren Bilder dran, ne? Können wir hier irgendeine Schublade öffnen? Nee. Ja, das war der, ja. Der Brief von unserem Kollegen. Der plötzlich und unerwartet die Arbeit nicht voll. Alter.
Denkt er immer noch, das wäre nur so dahergesagt? Das sind Einbildungen, das sind alles Einbildungen. Ja, das sind die Bienen, die summen, ne? Genau. Die summen rein zufällig in so einer Melodie. Alter, dieses... Kommen wir auch nicht durch, ne? Wir haben den Schlüssel zur Tür. Okay, langsam, langsam, langsam. Okay, wer ist das jetzt? Hallo. Sie sieht überhaupt nicht aus wie Grace oder Martha oder wie auch immer die alle heißen. Ich setze mich jetzt hier hin und gucke einen Film. Ein Barbie-Film oder so. Oder Einhörner. Ein schönen Disney-Film. Oh ja. Na. Nein! Der Ronny. Oh Gott, Ronny. Oh nee. Alter, ich wär so schnell hier aus dem Haus raus, ne? Oder aus der Wohnung. Ich wär komplett aus dem Leben schon raus. Alter! Oh Mann, ey. Oder wurden die besessen? Und die Dämonen haben dann durch mit den Körpern halt diese Sachen dann gekritzelt. Nee, das glaube ich nicht. Um mehr zu beschwören. Ich glaube wirklich, das war jemand vom Kult. Samael. Jemand hat den Fernseher angemacht. Alter. Ich kann nicht mehr. Beruhigungsmittel. Ja. Schmeiß mal ein paar ein. Was? Supplement Facts. Inhaltsstoffe wahrscheinlich. Bill und Mathilda. Genau. Wieso können wir diese Schubfächer berühren? Aber dann nur feststellen, dass sie zu sind. Alter, das sind verschiedene Dämonen. Ah, ich glaube, die Zeichen, die einzelnen Zeichen bedeuten irgendwelche Dämonen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Aber wie viele Pillen? Gell, wollte gerade sagen, also Zigaretten oder so kann ich ja verstehen, aber... Wow. Auf einmal stehen zwei Stühle hier. Einfach ausmachen. Es reicht ja. Okay, wir machen den Fernseher wieder an, du blöde Kuh. Ist okay. Okay. Ja, wer ist denn das jetzt? Ist das die Mathilda? Weiß es nicht so recht. Das waren die Vorbesitzer auf jeden Fall. Ja, ja, Mathilda und der Bill, ne? Mathilda und Bill, glaube ich, hießen genau. Sie. Okay, ja. Alter. Tja, scheiße gelaufen, Mathilda. Willst du aufs Maul? Komm her. Komm her. Gott, die bringt uns um. Die geht weg. Da siehst du, dann haben sie immer Angst. Hey, so ist das.
Alter, ich hab grad so die Luft angehalten, ne? Ich auch. Hallo? Da fehlt aber noch eine Opfergabe, ne? Überall neben Feld liegt eins. Nur hier nicht. Und wir. Ja, wahrscheinlich. Da, in der Kiste. Kannst du es? Ne, kannst du nicht. Das ist wahrscheinlich die letzte. Die fehlt. Aber ich glaube, unser Detektiv hier ist... Ich muss mit dem Packen fertig sein. Oh nein, ich muss die Sachen einsammeln. Alter, willst du mich komplett verarschen? Ich glaube, das ist nicht gut. Genau. Sag mal, ist der... Welcher normale Mensch, halten wir mal fest, ja? Welcher normale Mensch würde nach solchen Dingen, die er sieht und hört, normal weiterpacken? Ja, so ganz normal. Ach ja, das kann halt passieren. Das ist, ja. Da würde ich auch ein bisschen an meiner Psyche zweifeln. Fuck, ey. Ich glaube, wir verärgern gerade. Verärgern ist gut. Etwas. Die kommt bestimmt gleich rein und dann sind wir tot. Der Idiot hat's verdient, so dumm wie der ist. Die Puppe ist weg. Okay, so. GG, du bist tot, Detektiv Conan. Okay. Oh Gott, mach langsam. Du kannst ja nicht schreiben. Das wäre meine erste Reaktion. Oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Ja, hi. Wir machen die Sachen nochmal hin, okay? Na, das geht so. Schnucki. Ja. Hey. Mit dem Fernseher können wir diesmal auch nicht interagieren. Ah, warte mal. Und jetzt haben wir wieder Feuerzeug. Und die Tür ist offen. Oder durchleben wir gerade irgendwie... Durchleben wir irgendwie gerade die Erinnerungen von den Polizisten, also von... Alter. Jo, lass mal den Hustenbonbon! Lass mal die Zigaretten weg. Hä? Da ist der Hut unten. Da ist der Hut unten, siehst du? Jetzt habe ich mit dem Finger auf den Bildschirm gezeigt. Da, siehst du, guck mal. Ja, Ronny. Ne, das läuft doch der Hut. Okay, was das ist, weiß ich wirklich nicht. Das sind nur Kinderzeichnungen. Guck mal, Mami, ein Pferd. Ja. Sehr ja, das, du bist die beste Künstler, du bist die größte Künstler, du wirst mal sehr berühmt werden. Picasso, ey. Bill, Matilda, Kate, Grace, Niall. Okay, die vier waren wohl die Vorbesitzer. Ja, Bill und Matilda. Ja, nichts Neues im Radio. Kann ich hier Schubfächer? Nee. Mann,
da steht was an der Wand. Hä? Oh. Okay. Sind das Bill und Mathilda? Ja. Nur halt schon total im Arsch. Ich darf nicht mitgucken. Wie schließen wir uns aus? Ich darf nicht mitgucken. Alter! Oh, Alter! Alter! Hey, du bist teuer Glühbirne? Nein, Spaß. Nein! Nein, ich will nicht! Alter, wie hat das hin? Bestimmt. Oh, du blöde Nutte, ey. Und jetzt sind alle Zeichen, sind alle Opfergaben in den Feldern. Jetzt hat sie noch ein Häppchen für zwischendurch und was haben wir? Sind wir jetzt tot? Ne. Hallo? Geht eh keiner auf. Alter. Alter, Mathilda. Mathilda? Jetzt mal wirklich. Wir können uns doch einigen. Die steht mir. Alter. Alter. Oh. Boah, dieses Weggeskippe, ne? Das macht mich fertig. Boah, also die Mauer, Leute, die will ich haben. Na toll, die sind. Tja. Also. Während ich diesen Brief verfasse, ist meine einzige Hoffnung, dass ihn jemand findet. Eigentlich wollte ich nur einen Auftrag erfüllen und ein paar Sachen abholen. Und jetzt lässt das Böse, das sich hier eingenistet hat, das nicht zu. Mein Gefühl sagt mir, dass ich schon eine Woche hier bin. Aber meine Kamera ist immer noch geladen. Ich habe schon längst kein Zeitgefühl mehr und laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich bin eingesperrt. Stirb da drin, Alter. Danke, Mathilda. Willst du an uns? Kann nichts machen. Die hat uns umgebracht. Boah, Mathilda. Echt jetzt, Mathilda? Errungenschaft freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. 28. Ich glaube, das waren eher wir. Ach, und das habt ihr angehört wie Schnüffeleien. Ich habe nichts zum Licht machen. Oh, oh doch. Bitte, Kamera, Kamera. Oh ja. Ja, ja. Geil. Das ist noch. Ich nehme alles zurück. Ich will nicht.
will doch keine Taschenlampe haben. Du musst zunehmen. Wohin zeigt er denn? Was macht er denn da? Sie greift nach irgendwas. Alter. Hallo? Oh, Alter. Oh, Mann. Fick die Henne. Oh. Nein. Alter, was ist hier los? Warum? Okay, dieses Rumgeskippe da. Taschenlampe, bitte. Nein! Warum? Ich will nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Du musst das Buch jetzt anfassen. Wir sind wieder in der Gegenwart. Brauchen ein Buch. Alter, hier stehen so viele! Hier stehen so viele, weißt du? Also, ey, Emika Games, also das ist jetzt echt billig. Ja, wenn dann ein bestimmtes Buch oder so, würde ich ja verstehen, aber nicht ein Buch, das ist jetzt wirklich dumm. Das halt einfach gesagt wird, ich brauche ein Buch. Alter. Ich brauche Red Bull, ey. Hast du stehen bei dir? Mhm. Ja, ich muss mir auch nochmal Monster holen, je nachdem, wie lange das hier noch geht. Buch, ey. Wollt ihr mich verarschen? Das sind so viele Bücher. Wow. Tiefe Psychologie, natürlich. Alter. Verarscht mich doch jetzt, oder? So, nein, diesmal nicht. Nein! Nein! Dumme kleine Putana. Alter. Ich Was? Muss jetzt einfach das Buch anfassen. Ich hab doch... Hat er das noch nicht gedreht? Nee. Okay. Langsam. Langsam. Da hat mir schon wieder jeder das Licht ausgeblasen. Wäre uns jetzt nicht passiert, wenn wir ein Feuerbändiger wären. Ja, eindeutig. Zu viel Avatar. Hab die schon alle durch. Ah. Alle sechs. Okay. Sechs oder sieben Staffeln sind's, ja. Was? She's close. Die ist in der Nähe. Die ist ganz nah. August 97. Die wurde in der Gegenwart aufgenommen. Alter! Ja, ich will den Hammer, ich will die alle zerkloppen, ist mir egal. Ich klopp euch alle die Birne weg. Boah, Alter. Ihr Geburtenalarmist. Das war schon wieder so ein Jumpscare, ey, mein lieber Schulli. Der hat mir direkt einen Ömel in die Hose gebracht, Junge. Boah. Wir sehen den Vater. Im Wohnzimmer. Alter. Okay, er ist besessen. Er wird gelenkt. Und sie wusste, wo die Kamera steht. Oh Gott, dreh dich jetzt langsam. Hörst du das Summen?
Ein Summen? Da steht einer. Das ist bestimmt der Daddy. Das ist Bill. Bill? Nee, das ist jetzt nicht der Bill, das ist jetzt der andere Vater. Na toll, ey. Müssen wir immer dahin gehen, Alter. Das ist doch kein Grund, immer die Knieper kaputt zu machen. Oder? Vielleicht mag der sowas nicht. Ich mag's aber auch nicht. Das sind ganz viele Videokassetten. Ja. Ronny, das kommt von rechts. Alter, ich heul gleich. Oh. Alter. Okay, schieb das Ding einfach rein, Alter. Schieb das Ding einfach rein. Ja gut, das habe ich auch schon woanders gehört. What the hell? What the fuck? Ich will nicht mehr. Vor allem, was guckt er sich diese Scheiße an, weißt du? Was? Errungenschaft freigeschaltet, 28. August 97. Okay, das ist relativ aktuell alles. Das sind wir. Das haben wir gesehen hier. Daran kann ich mich erinnern. Super. Also wir werden in dem Haus auch sterben, ne? Da war eine Taschenlampe. Oh, Tassi, Alter. Lebensretterin. Nö. Ich brauche die Taschenlampe nicht. Ich nehme die Kerze. Nee, kann ich nicht. Sie hat Mary kontrolliert. Naja, nicht nur Mary, ey. Das war uns mittlerweile klar. Die Mary war ja die etwas seelisch instabile. So. Alter. Okay, der Sohn hat sich angehört wie ein kleiner Junge. Der Sohn hat seine Mutter scheinbar gefunden. Oder die Mutter hat ihn gefunden. Doch, das kennen wir alles hier schon. Hier war der Schlüssel hinter. Ja. Wir kommen da aus dem Haus nicht mehr raus. Wir sterben da drin. Wir werden hier drin auch sterben. Hä? Da macht er das einfach wieder an. Okay. Schlüssel zur Tür. Welche Tür? Ach so, ja. Da, wo das... Wo der Junge... Toll. Lass mich raus! Okay, komm her. Komm her. Hey, Scheiß! Sind wir mal genug und bleib mal stehen!
echt, Alter, ich will durch dich durchgehen. Oh. Ja, das kennen wir ja auch noch. Ja. So. Der sitzt noch da drinne? Nee, das ist fake. Das kann nicht sein. Moin, Vater. Alter. Ah. Alter. Steht da hinten was? Doch, die steht ja da hinten. Ich komme hier nicht raus. Also wir wissen, dass der... dass die Familie wahnsinnig gemacht worden ist von einem Dämon. Jetzt. Oh mein Gott, das Kind. Die ganzen Bilder. Von der Familie. Ey, Alter. September 26.1997. Das ist doch jetzt, ne? Das ist jetzt. Oh Gott, wir werden sterben. Errungenschaft freigeschaltet. Zimmer. Mir wurde gesagt, dass in diesem Haus nichts mehr ist. Das... das sieht mir eher aus wie so Knast. Ja, so wollte auch gerade sagen. Oder einfach Psychiatrie. Ja, oder Psyche wirklich. Er hat auch diese satanistischen Zeichen angemalt. Also dann hat die Mary alle umgebracht. Ah, danke. Tschüss. Alter. Hilf mir zu beenden, was du gestartet hast. Ich weiß, dass du verstanden hast, wie es zu beenden ist. Sie nähert sich von Angst. Meine Liebsten sind in Gefahr. Und das ist jetzt die neue Familie, oder was? Ja. Die auch heimgesucht werden. Und wir müssen sie jetzt beschützen, damit es nicht nochmal zu so einer Tragödie kommt. Krankheitsbild. Ich war nicht daran schuld. Oder nee, Frank, Patientenname Frank N., männlich 34 Jahre alt, Beruf Detective, haben wir doch richtig gelegen. Ja. Diagnose, paranoide Schizophrenie, extrem gefährlich. Seit 1997 in Hospitalisierung. Declared insane, was heißt das? Gut, ich meine, ist für irre erklärt, gehalten. Also ja. Nicht zurechnungsfähig oder sowas, ja.
für verrückt gehalten. Insane ist ja verrückt. Ja, das Krankheitsbild. Ich war nicht daran schuld, was widerfahren ist. Mary hat angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Das Böse wusste, dass sie verletzlich geworden ist und hat sie angegriffen. Ergriffen. Sie wurde gezwungen, unser Kind zu töten und hat sich dann das Leben genommen. Ich habe entschieden, die Fenster und Türen zu vernageln und im Haus zu bleiben. Ich habe versucht, es zu bekämpfen, damit es keine neuen Opfer gibt. Ihr und die Polizei habt mich dabei gehindert. Keiner glaubt mir. Unter meinen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass es einst sehr machtvollen Kult gewesen sein muss, der immer noch existiert und die Mitglieder sind unter uns. Sie sind immer noch dabei, Kinder zu entführen. Sie haben Mary keine Chance gelassen und sie waren es auch, die mich ins Gefängnis gebracht hatten. Als meine Frau nicht mehr für unser Haus zahlen konnte, hat ihr das Sozialamt ein älteres Haus angeboten, in dem schon lange keiner mehr gewohnt hat. Alles, was mir in dem Haus passiert ist und alles, was ich da gesehen habe, kommt mir jeden Tag in meinen Träumen wieder. Das ist eine Hölle, die niemals endet. Lässt mich nicht im Frieden. Es ist hier mit mir eingesperrt. Ich wusste es. Wir waren also doch die ganze Zeit im Gefängnis quasi. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es der Detektiv ist. Ich hätte jetzt eher auf den Familienvater getippt. Wir waren die ganze... Das waren seine Träume, seine Erlebnisse, die wir da gespielt haben. Seine Erinnerungen. Krass. Heftig. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir wissen... Hallo. Ah ne, war ja Schublade. Ja, stimmt ja. Ja. Er sitzt nicht im Knast, er liegt... Ich hatte... Oh oh. Sie ist mit mir eingesperrt. Eine nie endende Liebe. Na toll. Emika Games. Und ich glaube, genau das war's auch schon. Oh, guck mal, das Team, das Entwicklerteam besteht aus 3 verdammten Leuten. Wahnsinn. Ich muss aber sagen, der macht irgendwie coole Spiele. So kurze, coole Horrorspiele. Ja, Emika Games, habe ich vor Ewigkeiten schon mal irgendwas gesehen oder gehört darüber, weiß ich gar nicht mehr so genau. Krass. Okay, also es waren letztendlich Erinnerungen, die wir durchlebt haben in seinen Träumen, in seinen Psychosen vielleicht sogar, weil das kann nicht einfach so an ihm vorbeigegangen sein. Das muss irgendeinen psychischen Schaden nach sich gezogen haben. Es geht gar nicht anders, wenn du sowas erlebst. Ah. Das war doch krass. Und der wird aber... Ja, aber der sagt doch, er hilft mir, meine Familie zu... Okay, Vielleicht hat er es ja versucht... Also, ja, thank you for your support. Keine Ursache. Also, ich denke mal, das Böse hat sich jetzt an ihn geklammert. Er hat es aus dem Haus mit rausgezogen, mit rausgeholt, damit es bei ihm ist und keine Wald. Oh, Schauerland, kenne ich. Schön. Oh, krass. Das freut mich jetzt. 4K-Plattform-Games, kenne ich auch. Schön. Oh, freut mich. The Fringe, kenne ich auch. Gaming Zoom, kenne ich auch.
rostiger Rentner. Geil. Cool. Geil. Ah, das sind die ganzen YouTuber, die das irgendwo, oder Twitcher, die das mal gespielt haben und dadurch ja supportet haben. Schön. Case Jaw, alles klar. Ganz, ganz, ganz bekannter. Schön. Wunderbar. Oh, ich finde das klasse. Otto. Ich finde das toll. Ja, wie gesagt, und dass er dadurch, dass er jetzt in dieser, dieser Zelle drinne ist, glaube ich, bindet er sozusagen das Böse an sich und an diesen Ort. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Das Haus. Das Kulthaus. Ja, das ist das Haus der Kultisten. Locked up. Oder locked up. Okay, noch ein Zusatz, ein Bonus. 13. August 1987. Okay, Leute, dann geht's vielleicht doch noch ein kleines bisschen weiter. Errungenschaft freigeschaltet, August. 13. August 1987. Okay. Schon krass, ey, so ein Kult. Also. Nein. Alter. Das ist nicht lustig, Kind. Hör auf zu lachen. Ich will den Schlüssel. Gott, ich will den Feuerzeug schon mal rauspacken, ey. Oh Gott. Oder wir rauchen eine. Korsaka, ha. Die Tassi, Alter. Ey, ich würde mir einen durchziehen. So ein Horror. Das hat jetzt keiner gehört. Ich glaube, ich hätte erstmal keine ruhige Nacht mehr, wenn ich sowas durchmachen würde. Ich finde das so krass, nur so ein Kult. In den USA hat doch eine Frau. Also, wirklich in Häusern ein Totem versteckt. Und damit die Familie dann immer verflucht. Und dann hat der Dämon sich die Seelen von denen geholt. Er ist auch krank. Da habe ich gar nichts. Da habe ich noch nie was von gelesen. Echt? Übel. Musst du mal nachgucken. Jo. Immer so mysteriöse Fälle und niemand wusste woher und Oh, jetzt kannst. Hä? Ah, jetzt kann ich den Schlüssel holen oder was? Ist klar, ey. Oh Gott. Ich dachte, das Spiel ist vorbei. Da sind diese Sachen, die geopfert worden sind. Halt die Puppen. Gibt's doch nicht, ey. Schmeiß dir mal was in. Ja, Bill und Mathilda bei der Hochzeit. Kennen wir.
jetzt ein bisschen... Oh Gott, nee. Bestimmt wieder was Simples und wir kriegen es wieder nicht hin. Gut, das da mit dem Foto, das war schon echt... wie heißt das? Ja. Jetzt haben wir wohl was getriggert. Okay. Was war das gerade, Alter? Ich mach die Tür jetzt auf. Das war geil. Oh, leck mich, ey. Oh. Ah, jetzt liegen wieder mehr Bilder hier. Oh, nö. Die Bilder, die sind so hässlich. Du, sowas zählt unter Kunst. Mach ein paar Wasserflecken drauf, ein bisschen Farbe dazu und schon kannst du... Ja, und dann die... für 13.000 verkaufen. Ja, an Leute, die da dann irgendwas drin sehen. Ich meine, um Gottes Willen, nichts gegen Leute, die da wirklich Kunstvorstellungen und sowas haben, aber jetzt... Der Ball ist jetzt da drin und die Dinger. Die Spielzeuge, die standen vorher unten. Wie gesagt, die Kunstvorstellungen haben oder Leute, die wirklich da irgendwo affin sind. Aber seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Vieles davon ist nicht unbedingt definierbar. Da ist gar kein Kind drin. Das kann nicht sein. Fake News. Fake News, genau. 5 Personen sind verstorben und 2 weitere sind bei einem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Pickups verletzt worden. Am 11. November 86. Jetzt liegen die Sachen wieder rum. Interessant. Na toll. Alter. Ausgerechnet da noch in einem Kinderzimmer, weißt du? Nee, das macht keinen Spaß. Ich will... Ah, ich kann die wieder reinräumen, okay? Da, Kind, behalt dein Scheiß selber. Ich würde gerne wissen, wen wir jetzt spielen. Bestimmt irgendjemand, irgendein Detektiv. Alter, ich hoffe jetzt nicht, dass wir... Ich hoffe jetzt nicht, oder? Dass wir dem Vater spielen und das durchleben, Alter. Alter. Die Blume ist weg, alles ist anders, überall Tabletten, okay. Oh, ein Gläschen, danke. Hä? Oh nein. Oh, da ist keine Kiste. Oh. Oh, ja, gutes Auge. Es gab einen Massenmord an Menschen. Der Verdächtige wurde festgenommen. Vielleicht ist es das Werk eines Kults. Wir suchen das Hauptquartier. Alter. Aber es gibt ja halt. Aber es gibt ja halt wirklich so richtige fanatische Kults, die wirklich über Leichen gehen und dann wirklich ihren Glauben dadurch so und dann, preisen. Ja. Die ziehen da wirklich so Rituale durch. Und Massenmord, damit öffnen sie dann quasi eine, also, schönes Portal, schöne Tür für den Dämon. Ja. Für unsere Dimension quasi, für unsere Welt. Ah, well. Das ist Bill. Nein, nein. Oh Gott. Hey, was machst du denn da? Alter. Ich verarsche ihn komplett. Jetzt hat er schon wieder das Bild weggemacht. Okay. Weißt, der hat keine Kamera, ne? Anstatt es mit der linken Hand aufzunehmen und das Scheißlicht anzulassen. Gesegnet unsere Frau, ängstlich des Jesus.
Also, verpisst er sich? Jetzt verpisst er sich eh gleich nochmal. Entscheid dich mal. Tja, aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge rausfinden, denn wir nehmen jetzt schon, habe ich gesehen, eine Stunde auf. Und das wird so, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Wenn es nicht mehr so lange geht, werde ich das irgendwie zusammenschneiden. Aber wir beenden sicherheitshalber mal die Folge jetzt schon. Oh, mal gucken. Ich habe gedacht, es wäre vorbei. Ich habe wirklich gedacht, es wäre vorbei. Aber gut. Nichtsdestotrotz haben wir mehr zum Spielen. Oder zum Schreien, Erschrecken. Er hat unsere Lebenszeit um Jahre zu verkürzen. Ja. Also. Dann von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss. Ciao, Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer ja doch unerwarteten nächsten Folge von Locked Up. Auch die Tassi ist wieder mit dabei. Hallöchen. Sie hat schon gedacht, sie kann sich ins Bett machen. Wobei ich glaube, an Schlaf wird wahrscheinlich nicht so schnell zu denken sein nach diesem Spiel. Ja, Lucky wird geknuddelt, hat sie schon gesagt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und ja, wir gucken mal, wie lang dieser Abschnitt noch geht. Vielleicht ist er ja gar nicht so lang. Ja, da geht weg. Oh. Aber überall hängen diese Christenkreuze, ne? Okay, können wir nichts mehr machen. Die Tür ist Ja. auf. So. Können wir bitte einfach schnell sterben? Alter. Das hat mir gerade richtig ins rechte Ohr gedröhnt. Ich bin, die Ruhe soll. Alter, da steht jemand. Da steht jemand. Hey, Wieder. Mathilde oder Mathilda. Ja, Mathilda und Bill. Euer Kind schreit, ihr Vollidioten. Alter, die andere Alter! Tür ist offen gewesen. Ich glaube, sie hat das Kind jetzt umgebracht. Shit. Eine Tür öffnet sich, die andere schließt sich. Es ist vollbracht. Überall ist Blut. Ach du Scheiße. Alter. 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 Ey. Auch wenn ich Kinder hasse. Das war Mary. Tja. Tja. Wieso können wir nicht von der Sicht von Mary spielen? Ah,
Einfach mal aus Prinzip nochmal gucken. So. Oh Gott. Oh. Ja, da steht jemand. Geradeaus. Wo? Da, ja. Da steht jemand? Siehst du das nicht? Da steht jemand. Nee, also ich sehe das gerade hier nicht. Geh näher dran. Ah, geh doch, näher ich sehe ganz leichte Kopf. Ja, ja, da. Nein! Alter. Wen spielen wir verdammt nochmal? Ich will wissen, wen wir spielen. Vielleicht immer noch den Detektiv. Stimmt, dass der vielleicht irgendwie ausgebrochen ist oder so? Oder sich selbst entlassen hat? Und jetzt dem ganzen Treiben ein Ende setzen will? Ich glaube, selbst entlassen nicht, weil da stand ja in der Akte, der ist sehr gefährlich. Ja. Also so ein... entlässt man nicht. Können wir nicht die Axt nehmen, Alter? Ich hätte mir schon längst die Axt geholt, Junge. Das kannst du aber glauben. Oh Gott. Alter, da oben ist etwas. An der Wand. Okay, nee, ist nur ein Schatten. Oh Gott. Was passiert? Die sind eingemauert. Ich will nicht. Nein, als ob wir jetzt nochmal die Reihenfolge. Nee. Nee. Ey, das weiß ich doch schon längst nicht mehr. Oh. Der macht das von alleine. Okay. Was machen wir denn? Wieso beschwören wir denn da was? Sind wir jetzt vielleicht Mary? Nee. Der denn? Alter, ich will hier raus! Die andere Tür! Alter, du bist echt eine doofe Bitch. Da liegt ein Brief. Oh mein Gott. Ich habe das Zimmer verschlossen, weil ich dort jemanden schleichen und flüstern gehört habe. Ich kann mich hier nicht aufhalten und arbeiten. Das ist eine Falle. Das kennen wir schon. Du bist nicht alleine hier. Was? Dann sind wir doch der andere. Der Dumme, oder was? Nee, der Dumme, der kam ja nach dem. Der kam ja nach dem. Das hier hat der geschrieben, der zuerst der hier war. Ist oder nicht? Ja. Ja, das ist der Brief von dem, der zuerst gestorben ist. Boah, ey. Cool. Ja. Alter. Juni 87. Was machen wir hier gerade? Ich check das jetzt nicht. Wir gucken mal. Ach, VHS.
Ich weiß noch, dass wir hier aufgehört haben irgendwo. Dass wir irgend so einen Film, also so einen Charakter hier hatten aus 87 und vor diesem Sessel, vor diesem Stuhl aufgehört haben. Wir haben nichts, um Licht zu machen. Toll. Alter. Okay, ich kann gar nicht da weiter. Ah. Oh, shit. Es kam von hinter dir. Wieso pustet der? Wir kommen hier nicht raus, Robby. Nee, Alter. Ey, ich muss wirklich danach Barbie gucken, ey. Disney-Film. König der Löwen. Wo gesungen wird. Ich hab mich nicht umgedreht. Alter. Okay, das bedeutet jetzt was? Hä? Errungenschaft freigeschalten. Sie haben das Spiel bestanden. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also auf jeden Fall ist er auch einfach gestorben, fertig. Ja, 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 genau. Auf jeden Fall. Aber... Oh, wieso kam das noch? Wieso kam das noch mit dem eigentlichen Ende? War eigentlich alles klar. Jeder hat alles verstanden, aber das jetzt, dieser kleine Zusatz von 10 Minuten, 11 Minuten circa, der hat jetzt schon wieder Fragen aufgeworfen. Also, Gott, ey. In so vielen Szenarien jemand anderes zu spielen. Ja, vor allem wenn nicht beschriftet, vor allem wenn nicht beschriftet ist, wen wir, also vor allem wenn nicht klar ist, was, ja ja, Anweisungen und so weiter, ist alles klar. Vor allem ja wirklich. Ach, das war das Demo-Level, was wir zum Schluss gespielt haben. Ah. Okay. Das war das Demo-Level. Das haben die noch mit angefügt. Ah, alles klar. Gut. Psycho-Trip. Horror-Game. Baby. Teuflisches Lachen. Alles dabei. Hat er die Musik ausgeschaltet? Toll, Ronny, du hast es kaputt gemacht. Nee, jetzt kommt nochmal Musik. Ah. Jo. Nee, also... Zum Hauptmenü zurückkehren. Ja, bitte. Hm. Und ich wollte schon sagen, bin ich jetzt schon wieder zu doof, irgendwas... zu begreifen? Naja, also Gänsehaut, diese Geräuschkulisse und alles, also hat der wieder gut hinbekommen, der Typ, der Entwickler. Dieser Alexandre, wie auch immer. Das sind drei Leute, die da im... Ja, ja, aber der Haupttyp ist ja dieser Alexandre, ja. Wie man da so spricht. Ja, hat der wieder... gut was abgeliefert. Krass. Ja, du musst nicht, was weiß ich, was für ein Riesenbudget haben, um ein gutes Spiel auf die Beine zu kriegen. Nee.
Also, ich bin auch irgendwann wirklich reif für die Klappe. Lass den auch einweisen, wirst du dann auch verfolgt von Psychosen und was nicht alles. Auf jeden Fall. Nee. Nee, ja. Aber cool. Ja, nee, war mal wieder spaßig, war mal wieder lustig. Wir haben... Ja gut, okay, das ist diese Viertelstunde da, die werde ich hinten ranschneiden. Der letzten Folge werde ich hinten ranballern. Egal. Dann ist die Folge halt eine Stunde und 15. Gott, ist ja egal. Ist ja nicht so, als ob das jede Folge so lang ist. Nee, war mal wieder gut. Wir haben noch ein paar Emika Games offen. Nicht wahr, Tassi? Oh ja. Ja, und wann die kommen, wissen wir nicht, weiß ich nicht, weiß die Tassi nicht. So wie wir Lust haben. Denn ich mache ja auch, sag ich mal, mein Hauptaugenmerk liegt ja auf richtigen Storygames oder so. Und so. Ja, warum nicht? Aber zwischendurch immer mal sowas ist immer mal wieder ganz gut. Vor allem die Tassi freut sich denn, dass die wahrscheinlich... Wie sitzt du eigentlich momentan da? Also jetzt, nachdem das zu Ende ist, wirklich entspannt. Nee, aber sonst immer... ja, quasi fast die Hände vom Gesicht. Ja, naja. Nun gut, dann... Mehr gibt's zu dem Spiel gar nicht zu sagen. Natürlich, Tiefgründigkeit ist was anderes. Ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil halt nicht alles irgendwie so klar ist. Aber vor allem solche Charakterwechsel. So, Charakterwechsel wäre nicht schlecht, wenn wir irgendwie vorher eine kurze Einblendung kriegen. Aha, wir spielen jetzt den und den. Damit man da irgendwie einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Geschehnissen herstellen kann. Aber gut, sei es drum. Es war ein gutes Spiel. Holt es euch, unterstützt die Entwickler auf jeden Fall. Solche kleinen Studios muss man unterstützen. Und dann kriegen wir auch noch weiterhin solche tollen kleinen Spiele. Und dafür bin ich gerne bereit, auch den einen oder anderen Euro auszugeben. Gut. Ja, das sehe ich auch so. Sehr gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Spiel, mit dieser Folge, mit dieser Szenerie. Und ich verabschiede mich und hoffe, ihr seid bei dem nächsten Spiel, welches auch immer das sein wird. Oder ihr guckt euch irgendwas, was schon länger da ist bei mir, guckt euch an. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen hoch lassen. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Overplayed and out. Tschüss.